Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Warhammer mit dem Zwergen. In der letzten Folge haben wir uns darauf eingelassen, eine Konfiguration einzugehen mit dem Zuffbar, mit dem wir uns dann weiter verbreiten wollen, würde ich sagen, aussehen wollen und auch zurückschlagen wollen. Gegen Schwarzhafen zum Beispiel, die müssen wir auch noch ausschalten hier. Eins unserer Ziele hier, übrigens. Naja, mal schauen, wie das alles klappt. Ja, die Grünen heute besser. Also generell sind wir gerade dabei, uns auszudehnen, da ich die Grünen heute weiter zu schwächen. Mal schauen, wie gut wir uns dabei schlagen. So, wir gehen mal ins Buch des Groll rein. Die Untoten. Okay, unwichtig. Groll gegen die Uki. Ja, ein Attentat erfolgreich für ihn. Hehehehe. Naja, so eine Sache. Schlag den Aufstand der folgenden Siedlung nieder. Bark, da war's, Bark. Machen wir gerade, sind dabei. Okay. Hier haben wir noch einen Groll gegen die Grobi abschauen. Okay, na gut, das machen wir auch noch. Keine Sorge. Eins nach dem anderen. Grimnir's Axe first. Okay, Leute. Wir können noch ein paar Einheiten rekrutieren. Holen wir uns mal bitte Zwergenkrieger. Dann beenden wir mal die Runde. Nee, wir können mal das erlassen. Irgendwas, was Kohle bringt am besten. Tribut des Königs. Und auch hier Tribut des Königs. Bringt uns ein bisschen mehr Kohle ein. Können wir gerade ganz gut gebrauchen mit den Zwergen, wenn ich ehrlich bin. Denn wir brauchen gerade Geld. Jetzt gerade will ich erstmal nur die Leute zurückschlagen, die sich in meinem Reich breit machen. Um dann meine Armee wieder aufzubauen ein bisschen. Dann schauen wir mal. Es hat eine Menge zu tun gerade. Da ich das jetzt halt mit dem Imperium verbündet sind und sämtlichen imperionischen Fraktionen, imperialen Fraktionen, haben wir guten Einblick darauf, was jetzt hier gerade so im Umfeld passiert. Wir sehen eine Menge ein, was wirklich gut ist für uns. Zum Beispiel haben die Grenzkraft uns gerade sehr gut dabei geholfen, die Grünhütte zurückzuhauen, finde ich geil. Können wir unsere Armee rekrutieren und gleich wieder kontern, finde ich auch gut. Naja. Aber kommt echt gut mit jetzt gerade, was hier so alles abläuft. Wie gefährlich die Umgebung eigentlich gerade ist. Voll erfolgreich. Perfekt. Of the Layer. For the Wisdom of the Layer. Alter, wozu brauchen wir jetzt Layer zum Beispiel? Gar nicht notwendig. Armbrustschützen mit Zweihandwaffe auch nicht notwendig. Ist schon arschteuer, alles hier. Fangen wir damit an, bitte. Ich werde die vermehrt lieber auf Zwergenkrieger setzen. So, die Räuschein auch raushauen, bitte. Wir wollen ja hier nur halten, deswegen brauchen wir jetzt nicht die besten Einheiten überhaupt. So, hier bitte ein paar Zwergenkrieger. Reicht mir schon. 4 Stück sollten reichen. Send me to vengeance. Send me to vengeance. So, der Barak war können wir uns holen, aber auch Doc Haras. Da bewegen wir uns jetzt mal hin. So, du bist wieder fit. Weitestgehend. Wollen ich mal hier drauf ansetzen auf Marsch Einfinger. Und hier weg bitte hier. Perfekt. Hang. Oh, wir haben hier Verschleiß gerade wegen der Wüste. Kratz wird nicht mehr geschafft, aber mein Marsch-Einfinger ist fast tot und wir haben, glaube ich, den Groll wieder erfüllt. Auch nicht schlecht. Hm.
Wie gehen wir jetzt weiter gegen vor? Also, ich möchte mit Doc Rassol und Bark warm. Ich möchte ich dann ausbauen. Und rüsten. Eigentlich, so. Du bist soweit bereit. Stell dich mal nach hier drüben, bitte. Reaktieren wir hier mal weiter. Und der Armee setzen wir auf Zwerg hier. Da spare ich mir über das Geld und setze dann darauf. So, wie hat sie jetzt eigentlich die Strafen ausgefallen? Die anderen Zwerge. Konfigurationsstrafe für die Zwerge. Okay. Ihr mögt mich immer noch. Wollt ihr mit mir handeln, mein Freund? So, Zahlung einfordern, bitte. Kann die schaden, Geld einzufordern? Schade. Handelsabkommen, bitte. Mach mal 1800 raus. Zack. Perfekt. Perfekt. Coole Sache. Alter, was geht mir gerade ab? Auf einmal spielt alles Star Wars Battlefront und mein Handy benachrichtigt mich erstmal darauf. Weg damit. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Wir spielen Warhammer. So. Leonese. Nehmen wir die einfach mal. Gut, okay. Prinzipiell gute Situation, kann man sagen. Mal schauen, was die Grünen heute jetzt hier als nächstes machen werden. Ich glaube, ich werde Doc Rass vielleicht auch nur zerstören. Wenn ich ein bisschen Distanz zu den Grünen heute wieder habe. Ich werde es nicht zerstören, ich werde gleich zum Marienkarügel marschieren. Ich sehe schon, dass es nicht sonst nichts wird. Und die Stadt sonst nur wieder verlieren. Naja. Mal sehen, wie wir uns dabei schlagen dann noch. Auf jeden Fall. Ach, die Grenzkraft haben das schon mal mich gemacht. Finde ich auch gut. So, Marsch Einfänger plündert wieder. Im Alleingang. Haben die Schwarzhafen gerade wirklich ihre ganze Provinz allein gelassen? Ach gut. Das ist so eigentlich ganz okay. So. Setz dich bitte hier rein. Scheiße. Very well. The High King. Rein damit, bitte. Time for a reckoning. Ach, halt die Schnauze. Grenzgrafen, ihr habt ein Ziel. Hier drüben. Den legendären Kommandanten Eisenpelz, wenn ich bitten darf. Wie koordiniere ich den Krieg gegen das Chaos? Das ist nicht meine Aufgabe. Rainer mit euch, bitte. Jetzt ist hier immerhin schon was drin, ist safe. Scheiße. Halt hinzufügen, bitte. Jetzt haben wir unseren Time-Bier drin. Wir könnten hier ausbauen. Ich habe aber keinen effektiven Mehrwert daraus jetzt. Oder? Ja, 600 mehr Gold. Okay, eigentlich hätte ich hier schon einen. Ähnlich wie hier. Im Düsterberg halt. Die haben nur eine Armee. Super, die haben doch nicht weiter ausgebaut in die Richtung. Du wirst dich eigentlich lohnen. Hier rüber mit dir, bitte. Dann notieren wir uns hier mal ein paar Langwerte, bitte. Zack. Wir werden Schwarzhafen zerstören, Leute.
Ach du Scheiße, das ist eine gute Armee. To war. Wird lustig. What? Auf jeden Fall lohnt es sich danach. Okay Leute, Runde beenden. Mehr kann ich jetzt gerade nicht tun. Wir haben jetzt hier eine Rebellion in einem bärtigen Sackharen. Das wird auch lustig. Ausschalten bitte. Ich habe keinen Mann verloren, super. So, der Wadergrün wird jetzt auch angekommen. Eventuell schaffen wir es aber mit der zweiten Armee anzukommen, dann haben wir noch genug Verstärkung. Dann können wir die Grünen heute da platt machen. Nein, wir werden euch nicht unterstützen. Wir werden jetzt aber dafür die, den Schwarzhafen zerstören. Und platt machen. Die pendeln gerade ein bisschen mehr. Nein. Euch werden wir jetzt da zerstören. Oh. Wir werden das dann doch nicht tun, Leute. Okay. Also erst rekrutieren, danach angreifen. Verstehe. Okay, die Geschichte kennen wir doch schon. Jetzt zwingen ihn zum Alter, das ist okay. So, Thorgrim ist wieder aufgestiegen. Dann geben wir die jetzt mal. Was geben wir die jetzt als nächstes? Erbfeindschaft kann nicht schaden. Stehst noch ziemlich alleine für dich da. Perfekt, du kommst doch ran. Okay. Zack, du und dir bitte. Zieh ich ruhig zurück, mein Freund. So, dann wollen wir den großen Wahr vernichten hier. Pang! Leck mich! Sog off! So. Klappt das noch hier? Nicht ganz. So, wenn jetzt einfach mal die Banner vergeben wurden. Es ist doch zu knapp für mich. Lass mal lieber sein. Aber ich schicke ihn hier rüber. Und dich jetzt nach. Nach hier oben. Nach Festung Körnchen. So, du bist aufgestiegen. Also kriegst du jetzt Taktiker hinzu, bitte. Okay. Hier rotiert wieder Langwerte. Und hier warten wir erstmal noch. Du kommst von dort aus zumindest mal ein bisschen zum Angriff hier. Das ist gut, weil dann könnten wir von dort aus versuchen, hier von rüber zu marschieren. Das würde reichen. Schwarzhafen steht drüber noch mit zwei Armeen. Finde ich gut. So, was können wir hier machen? Wachstumssitz. Aha. Machen wir erkunden erstmal. Okay, dann nochmal Runde beenden, bitte. Ja, Leute. Knackig. Knackig, würde ich sagen, ist das Ganze hier. Ich weiß nicht, was wir versuchen sollen. Der Mies hat nicht mehr die fitteste. Ich würde sagen, wir hauen es gleich mal. Versuchen es gleich mal. Wir können es ja eigentlich machen hier.
Grimgorg platt machen wird noch ein bisschen knifflig, aber wir können einfach mit der Atri schon die Infanterie ein bisschen schwächen. So. So, und dich gehen wir bitte mal. Transferenkrieger weiter. So, aber wie das ausgeht, Leute, sehen wir erst in der nächsten Folge. Wir werden gegen Grimgorg definitiv kämpfen, weil wir die Chance haben, ihn komplett zu vernichten. Unsere Stärke liegt ja in den Schlachten innerhalb eines Berges. Und da ich zwei Atri mit dabei haben, können wir die Infanterie vorher schon so stark massakrieren, dass wir den Kampf so eventuell gewinnen werden. Gerade die Schwarzorks müssen weg. Grimgorg selbst ist ein Problem, das geht es zu bekämpfen, aber Tunkdil schafft sowas, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Total War Warhammer mit den Zwergen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare rein. Likes und Abos würden mir zeigen, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Seht ihr mich dann alles. Und noch dazu würde es mir auch weiterhelfen. Ansonsten, was mir auch noch weiterhelfen würde, wäre, wenn ihr es auf Twitter oder Facebook teilen würdet oder Google Plus, wenn ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Total War Warhammer mit den Zwergen. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.